Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer kleinen Miniserie. Und zwar bin ich auf der Suche nach geeignetem Outdoor-Food, das man auf Trekkingtouren, Radtrekkingtouren, Wanderungen mitnehmen kann. Und heute habe ich das erste Produkt mitgenommen, das habe ich vor kurzem in einem Supermarkt gefunden. Und das möchte ich heute testen, denn ich nehme ja nichts mit, was wahrscheinlich vielleicht dann gar nicht schmeckt. Und deswegen mache ich heute den ersten kleinen Test. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr gerne mitkommen. Ich freue mich drauf. Bis gleich. So, meine Lieben, ich bin jetzt auf der Suche nach einem geeigneten Platz. Und das wird hier unten wieder am Bach sein. Und wenn ich den gefunden habe, dann sehen wir uns wieder. So, meine Lieben, ihr seid wahrscheinlich schon neugierig, um was für ein Produkt es sich handelt. Und zwar habe ich im Supermarkt das hier gefunden. Das sind Dinkelbratlinge oder auch vielleicht Dinkelfrikadellen. Ich werde euch das jetzt mal von nahen zeigen. Ja, das ist es. Und das ist eine Komplettmischung. Man braucht eigentlich nur noch heißes Wasser, um dann den Bratlingteig herzustellen. Und von daher eignet es sich dafür schon alleine, für es draußen zu benutzen. Hier steht mit Sonnenblumen und Kürbiskernen rein pflanzlich. Das Ganze ist ein Bioprodukt. Und ja, die Zubereitung ist einfach. Und zwar steht hier, den Packungsinhalt in eine Schüssel geben und mit ca. 225 bis 275 Milliliter heißem Wasser übergießen, verrühren und ca. 15 Minuten quellen lassen. Ja, das mache ich jetzt gleich. Ich werde jetzt gleich meinen Spirituskocher anwerfen und auf der Verpackung sieht es schon sehr lecker aus. Ja, meine Lieben, ich schmeiß mal den Spirituskocher an und dann sehen wir uns gleich wieder.
So, meine Freunde, jetzt warten wir, bis das Wasser heiß ist und da werde ich mich auch gleich wieder melden. Ich zeige euch jetzt mal ein bisschen, wie es hier aussieht, wo ich hier sitze. Und ihr sollt ja immer wissen, wo ich hier mich gerade aufhalte. Ja, schon frech, da lief gerade eine Zecke hier über meine Matte. So, das Wasser ist heiß. Das heißt, ich werde das jetzt erstmal in meine Pfanne schütten. Denn ich habe jetzt kein anderes Gefäß, den Teich möchte ich nämlich da drin machen. Und das mache ich jetzt mal. Spiritus erstmal aus. Und dann packen wir die Mischung mal hier in den Topf. So, und dann würde ich sagen, dann lassen wir das Ganze jetzt mal eine Viertelstunde in sich ruhen. So, wir haben jetzt 13.09 Uhr, dann warte ich jetzt bis 13.24 Uhr, dann melde ich mich wieder. So, meine Lieben, ein paar Minuten haben wir noch, aber ich werde schon mal die Pfanne startklar machen. Heute mal habe ich die Pflanzencreme dabei, kann ich empfehlen, schmeckt auch sehr gut. Ja, da lief schon wieder so eine kleine Zecke auf meine Matte hier rum. Da bin ich mal gespannt, ob mich vielleicht auch eine erwischt heute. Sollte es so sein, dann werde ich es filmen, wie ich sie entferne. Ja, noch 2 Minuten, dann kann ich anfangen, die Teile in die Pfanne zu schmeißen. Derzeit dürfte auch das Fett richtig heiß sein. Ja, ich muss wirklich sagen, die Primus Leitech Pfanne, die ist wirklich klasse. Die ist ja momentan überall ausverkauft.
Aber ich habe gesehen, da wird, die ist nicht endgültig ausverkauft. Ich habe zum Beispiel bei Globetrotter, da habe ich sie mir damals gekauft auch. Da habe ich gesehen, da sind schon wieder Liefertermine. Ich glaube, Mitte, Ende Mai oder so steht, da sind die wieder lieferbar. Und diese Pfanne kann ich wirklich empfehlen. Ich bin mal gespannt, wie das nachher schmecken wird. Denn früher wäre das für mich jetzt nicht in Frage gekommen, bis jetzt nicht in Frage gekommen, weil ich immer gedacht habe, was soll ich mir was zu essen mitnehmen, wofür ich mein Trinkwasser opfern muss. Aber ich möchte mir jetzt unbedingt Ende des Monats den Sojawasserfilter Mini kaufen und dann dürfte Wasser für sowas hier kein Problem mehr darstellen. So, meine Freunde, so langsam wird's was. Und ich sag mal so vom Geruch her, es ist ja rein vegetarisch, aber so ein bisschen, es liegt wahrscheinlich daran, dass da sehr viel auch was mit Eiweiß drin ist. Es riecht so einen ganz leichten Fischfrikadellengeruch hat. Aber wie gesagt, sowas kann man ja sowieso immer wieder verfeinern. Ist auch eine Geschmackssache. Aber heute teste ich erstmal, wie es ganz neutral schmeckt. Und ich bin mal gespannt. Ich denke mal, die wird auch gleich gut sein. Ich lasse jetzt noch mal ein bisschen. Und dann bin ich gespannt, wie das schmeckt. So, ich lasse die jetzt mal ein bisschen abkühlen. Ich habe mir gerade schon ein bisschen den Daumen verbrannt. Und dann werdet ihr dabei sein, wenn ich das erste Mal in ein Winkelbratling beiß. So, meine Freunde, es ist soweit. Ich werde das Ganze jetzt probieren. Und wie gesagt, das ist jetzt die Mischung. Ich habe nichts verfeinert oder sonstiges. Ich habe es einfach so gemacht, wie es in der Beschreibung steht. Und ich bin jetzt wirklich mal gespannt, wie das Ganze hier schmeckt. Also ungelogen, das hat wirklich schmeckt so ganz, erinnert mich ganz leicht so an so eine Fischfrikadelle. Es kann aber auch daran liegen, dass hier vielleicht Sachen drin sind, die in so einer Fischfrikadelle in der Marinade, in diesem Zeugs, was drumherum ist, dass da was Ähnliches drin ist. Aber mein erstes Produkt, was ich gefunden habe, was ich testen wollte, und das kommt auf Lager, auf jeden Fall. Schmeckt wirklich toll. Also ich kann es empfehlen. Und das ist ja jetzt eigentlich nur pur, und das kann man ja jetzt noch schön verfeinern mit Käse rein. Also den Teig, den kann man ja wirklich unendlich verfeinern. Und ich kann es empfehlen. Ja, meine Lieben. Ich habe ja noch ein bisschen Teig, das heißt, ich werde mir noch den Rest gleich hier braten. Mein Fazit zu diesen Dinkelbratlingen hier,
Es ist super schnell gemacht. Es wiegt nicht viel. Ich glaube, die Verpackung ist, das sind 225 Gramm, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich zeige euch hier nochmal die Verpackung. Das ist ein Produkt von Edeka. Und es gibt, so wie ich es gesehen habe, auch noch andere Mischungen davon. Aber die hier, wie gesagt, die kommt bei mir mit ins Equipment schon mal. So, ich mache jetzt meinen Rest hier noch fertig und wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, genießt die Natur, euer Volker von Abenteuer Hinterland. Bis bald. Lecker.